Hey ho Leute, Skywars an der Zeit oder sowas in der Art mit Drunken Gomme. Genau, hallihallo, ich bin nicht drunken. Ja, also Drunken Gomme und nicht Drunken Zironic. Oder halt nicht Drunken Gomme und nicht. Nein. Nein. Guck mal, der kann hier nur gerade stehen, weil er in Minecraft ist. Ich kann nicht mal hier gerade stehen. Aber wem hängt hier die Zunge aus dem Mund? Dir oder mir? Ich hab nur noch so Tropfen drauf. Ganz guter Saft hier. Ich zoome gerade ran, der sieht mega toll aus. Hässlich. Toll, toll. Ja, toll ist ein gutes Wort. Ja. Das beschreibt dein Charakter, ne? Einfach nur toll. Mein Charakter ist toll. Ich gehe auf so eine Dating-Website. Beschreiben Sie sich toll. Toll. Beschreiben Sie sich genauer. Sehr toll. Ey, sehr cool. Ja. Beschreiben Sie sich, ich bin toll. Sehr toll. Okay. Baum ab, Baum. Züge, alles toll ein. Ich würde vorschlagen, wir werden gleich erstmal beide hier die Bäume abbauen. Du kannst dich ja mal auf die Nachbarinseln rüberbauen, da die Kisten du holen. Du auf die andere, okay? Nein, 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 nein. Geh du mal auf die Inseln. Hä? Wie? Gehst du schon mal runter? Ich geh gleich in die Höhle, denn hier unten ist ja irgendwo eine, hoffentlich. Geh an den Ort, wo wir letztes Mal waren. Weißt du noch, wo das in der Tower war? Ja, klar, weiß ich. Ich bin ja nicht vergesslich. Wie heißt die Karte nochmal? Ja. Ja. Wer bist du schon wieder? Ach ja, stimmt ja. Der ist Zironic. Ja, das ist mein Name. Was denn? Zironic. Achso. Deine Abonnenten haben mich voll vergessen, ist mir aufgefallen. Ich gehst ja auf deinen Server so früher immer so, hi Leute, und dann so 30 Antworten, ey Zironic! Und jetzt, hey Leute, 5 Antworten. Hallo, hi. Und ich kam damals direkt am Eröffnungstag von deinem Server rauf, ne? Und direkt habe ich erstmal in den Chat geschrieben, bei mir ist eine Party-Ecke. Dann sind alle vom Server da angekommen. Das war so geil. Wir hatten wirklich eine mega Party-Ecke da. Und alle immer nur so, Gomme, Gomme, Gomme. Obwohl ja ihr den Server an dem Tag eröffnet habt, ne? Aber alle, Gomme, Gomme, Gomme. Das war immer noch am zweiten Tag. Das war der erste Tag. Aber gut. Am ersten Tag warst du halb gebannt. Wollte ich gerade sagen, da durfte ich ja nicht spielen, Leute. Ich wurde einfach gebannt von dem Team. Das Thema haben wir schon in deiner Folge Invasion Mode schon ausführlich besprochen. Das müssen wir jetzt hier nicht nochmal besprechen. Nee, das stimmt. Ach ja. Ich bin ja vergesslich. Ich wusste das nicht mehr. Ja, so viel zum Thema. Ich bin nicht vergesslich. Okay. Das ist jetzt irgendwie ironisch, dass der Vergessliche sagt, vor 10 Sekunden, ich bin nicht vergesslich. Und jetzt, ach ja, ich bin ja vergesslich. Ja, das ist alles der, Gomez-Style. Nein, das sage ich nicht. Ich baue dir erstmal hier schnell eine Steinspitzhacke mit. Ich habe eine, ich hab eine. Aus Stein? Ja, gleich habe ich eine. Aus Stein, okay. Dann baue ich mir halt eine, direkt zwei und eine Schaufel. Und dann gehe ich doch mal auf Höhlenerkundungstour. Und ja, unsere Strategie heute, nicht meine, unsere, meine natürlich. Meine. Nein, scheiße. Auf jeden Fall wollen wir beide, das sind ja hier verschiedene Inseln und auf jeden Fall, ich kann mal eben die Minimap hier einblenden. Gibt es auf der anderen. Fuck, wir haben keine Friedensphase gemacht. Ah, verdammt. Lol. Das schreibt er gerade in den Chat. Ja, das habe ich nur gesagt wegen Timing, Leute. Ihr wisst, dass das Absicht war, ne? Das war total. Wie alles geil kam das denn gerade? Das kam ja perfekt. Ja. Okay, auf jeden Fall, die Strategie. Toll. Die Strategie ist auf jeden Fall, wir sind ja hier auf fliegenden Inseln. Und hier unten gibt es natürlich auch eine Ebene, dort geht es nicht mehr weiter. Und auf der anderen Seite sind unsere Gegner, nämlich Liskari und Luke. Und wir das beide heißt können. Die Gegner, du meinst Todesopfer. Genau. Und wir beide werden das so machen, dass wir uns wirklich hier, wenn wir auf der untersten Ebene sind, werden wir eine Brücke auf die andere Seite bauen, unten lang. Also nicht oben irgendwie über die Brücken, über die Inseln, unten lang. Und das war ja echt voll Gomme so, aber schreibt mir mal das so geil. Wir bauen eine Brücke unten lang. Unten, nicht oben. Ja, ich weiß, da tue ich mich manchmal ganz schön schwer mit den Beschreibungen, damit auch alle es verstehen. Alle, ja, alle. Also das heißt nicht, dass Gomme so blöd ist, das heißt eher, dass gewisse Leute... Oh. Nein, ich drück's elegant aus. Das heißt, dass gewisse Leute gewisse Hilfen brauchen bei gewissen Gedankenzügen. Ja, das stimmt schon, manchmal. Ja. Und die jetzt dumm sind... Gold ist nicht besser als Holz. Gar nicht checken. So. Ich finde die Höhle... Ja, wir haben letztes Mal die Bögen vergessen. Wir können ja Bögen machen. Wir haben ja... Ach ja, stimmt. Wir haben ja... Ah, geil. Mach du das mal, okay? Ach genau. Was heißt letztes Mal? Letztes Mal heißt... Wir haben schon vor ein paar Stunden aufgenommen hier. Oder erst versucht zumindest. Da kommen dann, glaube ich, ein paar...
Outtakes? Ja, Outtakes kommen davon auf jeden Fall, weil das war sehr witzig. Ja. Verdammt witzig. Und ja, das lief nicht ganz gut und deswegen... Gomme hat im finalen Kampf dem Gegner, also ich frage jetzt auch nicht so viel, aber Gomme hat im finalen Kampf den Gegner mit Steinen beworfen, also mit Kuh. Und dann am Ende, ne, das verrate ich nicht, was dann am Ende war. Was am Ende war, das seht ihr dann bei den Outtakes wahrscheinlich. Okay. Wenn ich das nicht vergesse. So, ich bin da 3. So, ich habe schon mal einigermaßen viel Eisen, aber keine Höhle hier, ne? Wir haben gerade ein kleines Problem. Ich baue mich einfach nach unten. Du nicht richtig durch? Komm her, ich habe so meine Befürchtungen. Ich finde hier noch nichts irgendwie. Ich kenne das ja schon. Oh oh. Aber bin ich jetzt auf der falschen Seite? Ich bin eigentlich... Ich habe 2 Bögen und 64 Pfeile, ne? Okay. Kannst ja mal runterkommen. Nee, nee. Also bei mir gibt's ja auch gerade nicht relativ viel. Ey, ich habe 5 Äpfel bekommen durch die Bäume. Das ist irgendwie geil. 5 Äpfel, okay. Ja. Haben wir oben Schweine irgendwo? Ich habe die Höhle. Cool. Ja, sehr cool. Ich habe jetzt extra gesagt, ich sag nicht sehr cool, oder? Da kommt mir der Kommentar sofort. Ja, sehr cool. Okay. Ich habe Eisen, Höhle, wunderbar. Sehr cool. Das läuft, genau, das läuft sehr gut. Das läuft fast schon Gomme-Style. Ja, genau. Jeder muss hier seine Sprüche bringen. Nee, jeder bringt die des anderen eigentlich jetzt gerade. Oder so. Das sind für soziale... Heute ist Gegenteiltag, deswegen. Das ist Fremdwerbungstag, ey. Heute ist Gegenteiltag, du bist scheiße. Du bist ein Hurensohn. Oh. Was ist das Gegenteil einer Hure? Nee, komm, das sage ich nicht mal aus Spaß. Weil nee. Komm, lassen wir diese Kraftausdrücke hier im... Ja, komm, lassen die das, du Hurensohn. Gegenteiltag. Ich muss es ja jetzt trotzdem sagen, was ich gesagt habe. Ich lasse es. Du Spacken. Tut mir nicht leid. Also es tut mir leid, Nymph. Nee, also jetzt echt auch aus Spaß. Hurensohn hätte ich nicht gesagt. Das ist irgendwie deplatziert. Naja, kam gut, trotzdem gut. Okay, nein. Heute ist Gegenteiltag. Aber nee, ich habe ja gerade gesagt... Ach so, stimmt. Ich meine, kam scheiße. Ich meine, kam gut. Oh. Oder so rum. Ja. Interpretiert es, wie ihr wollt. Also, ist mir das heißt, wir wollen eigentlich von oben angreifen? Nein, nicht von oben angreifen. Wir wollen von unten angreifen. Das heißt, ja, so, Gegenteiltag. Wir wollen von oben angreifen. Genau. Und dann damit, bauen wir von oben eine Brücke lang. Dann bauen wir oben eine Brücke lang, damit die uns auch wirklich sehen können. Dann sehen die uns wirklich so gut. Also, die können uns dann nur sehen, wenn wir uns oben lang bauen. Ist gerade goldener Apfeltag. Wuhu! Golden Apfeltag, er ist so golden und so Tag. Da. Okay, ich habe jetzt leider keinen Glühwein getrunken, wie hier unser nicht betrunkener Gomme. Ich bin nicht betrunken, ich habe mich in Maßen verhalten. Wie erkennt man einen betrunken? Ich bin nicht betrunken. Das ist echt so bei mir immer so. Ey, du bist doch betrunken. Ich bin nicht betrunken. Arsch. Was hast du über meine Mutter gesagt? Nein. Ich hatte keinen Glühwein, ich hatte so einen Schluck Wodka. Nein, nicht pinken Wodka, ich hasse pinken Wodka. Falls es irgendwer gerade fragen wollte. Keine Ahnung wieso, aber ich hasse pinken Wodka. Finde ich auch immer deine Einschübe so geil, Mann, die du da manchmal bringst. Die passen richtig gut. Das heißt Gegenteil, das heißt, die passen nicht, oder was? Die passen nicht, genau. Das heißt, die passen? Ja, genau. Nee. Du hast bei beiden genau gesagt. Okay, das heißt, wenn du bei beiden es ist ja gerade 0 Uhr. Gegenteiltag hat geendet. Okay. Es ist nicht 0 Uhr. Mann, es ist 0 Uhr. Nein. Achso, Gegenteil von 0 Uhr. Das heißt, es ist gerade 10 Uhr. Nein. Okay, dann. Der Gegenteiltag kann nicht beendet werden, außer du sagst, der Gegenteiltag hat begonnen. Der Gegenteiltag hat gerade begonnen. Aber wenn du jetzt gerade sagst, dann meinst du eigentlich noch nicht jetzt, sondern irgendwann später. Das heißt, hör auf! Das heißt, er hat später begonnen. Das heißt, er ist immer noch am Laufen. Es reicht. Okay, ich hör auf. Nein. Das heißt, ich hör nicht auf. Oh Mann. So geil, Mann. Komm mal runter hier in die Höhle. Ich brauche hier mal deine Hilfe. Das heißt, ich muss raufkommen, okay. Nein, ich übertreib's jetzt nicht. Scheiße, das muss ich übertreiben, weil ich gesagt habe, ich übertreib's nicht. Nein, okay, ich höre wirklich auf. Das nervt sonst. Eigentlich finde ich es ganz witzig. Kein Kommentar. Das heißt, du hast keinen Kommentar? Ja, ich weiß. Das heißt, ein Kommentar. Ein Kommentar. Das war vor, jemand sagt so, Arschloch, ein Kommentar. Dann wird er aber ja meinen, ich bin cool oder so. Aber du bist... Was ist das?
ein Kommentar. Ey, ich von den Spielern, ich kann mich nicht bewegen hier, wenn ich lachen muss. Oh Mann. Warst du schon auf der anderen Insel oder muss ich auf beide gehen? Ich war noch. Ich bin hier in der Höhle direkt. Ich bin nicht irgendwo anders hin. Okay, ich geh jetzt auf andere Inseln von dir. Ja, ja, ja. Mach mal. La. Betrunken singen kommt meistens gut im Display. Bestimmt. Aber hat einen schlechten Einfluss auf die Zuschauer. Auf die Bewertung. Keine Ahnung wieso. Ich singe doch schön. Achso, ich hab ja noch gar nicht gesungen. Oh, ich hab schon 34 Eisen. Ich hatte eine Bissex im Singen, kannst du dir das vorstellen? Ne was? Eine Biss, also eine 1 plus oder minus, keine Ahnung. Achso. Das hä, wann hast du denn in der Schule gesungen? Im Gesangsunterricht. Du hast nicht im Ernst hast du Gesangsunterricht? Hatte ich, ja. Richtig genommen nachmittags? Nein, Musik halt. Hatten wir nicht, also wir mussten da nicht irgendwie. Wahrscheinlich kommt daher deine Stimme. Wir mussten. Was für eine Stimme? Deine Let's Player-Stimme. Meine Piep! Ich hab keine Let's Player-Stimme, ich hasse ja meine Stimme. Ja, ja. Piepen hat Stimme. Der Akzent ist aber gut. Mein Akzent? Dein Akzent. Das sagst du nur, weil ich weiter bin und ja, keinen Akzent mehr habe. Das heißt, es ist eigentlich nicht nur. Es ist eigentlich normal. Und das ist dann bei einem Schweizer automatisch gut. Viele hatten sich ja von deinen Abonnenten irgendwie gewünscht, dass du mal so auf irgendwie Schweizer Hochdeutsch oder irgendwie sowas meinten die eine Folge machst. Meinst Schweizerdeutsch? Genau. Schweizer Hochdeutsch, was soll das sein? Keine Ahnung. Ich rede jetzt gerade Schweizer Hochdeutsch und wo ist die Kiste hier auf der Insel? Ich finde die nicht scheiße. Haben deine Abonnenten geschrieben. Weiß ich ja auch nicht, was die damit meinen. Ich rede ganz sicherlich nicht Schweizerdeutsch. Das haben die sich gewünscht. Ich würde ja auf die Abonnentenwünsche eingehen. Habe ich gerade was der Schweizerdeutsch gesagt? Nee, oder? Ich glaube nicht, mach mal. Dann haben wir hier eine Premiere. Hallo. Das war auch Schweizerdeutsch. Auf Hochdeutsch ist es so, hallo. Auf Schweizerdeutsch ist es, hallo. Okay. Echt jetzt, das hört sich anders an, finde ich. Hallo. Hoi. Ja, hoi du, Vreni, was machst du? Nein. Was ist denn das? Geil. Oh, geil, er kann ja reden. Mach mal weiter. Nein. Ah. Nein. Redet ihr auch in der Schule so, oder? Ey, was hast du vor? Das denkst du dir, dass das ein Kasper-Theater ist? Ja klar, reden die so, das ist ganz normal für uns. Wirklich? Ja, schon ich so, hä? Nein, nicht so, das ist... Das ist extra übertrieben, ich krieg, das ist Bergbauer. Ey, das ist wie wenn du in Bayern nachkommst. Ich krieg die Welt nicht mehr klar. Wo bist du? Warum denn, wo bin ich? Mach mal bitte weiter. Nee. Das ist so geil, Leute. Bitte wieder. Ich werde mir die Folge 1000 Mal, glaube ich, anhören und mir das rauskopieren und aufs Handy ziehen. Hey, wo bist du? Das wo ist du? Ja mal so geil gerade gewesen. Bist du? Respekt. Achtest du da was? Wo bist du? Ich bin in der Höhle. Komm, ey, wo bin ich, Anne? So geil, Mann. Wo bist du jetzt? Mach mal weiter. Ich finde dich nicht. Ich bin jetzt nur an Ohren. Ich warte auf dich. Ja, ich bin in der Höhle. Ja, wo muss ich mich untergraben? Wo? Ich habe doch irgendwo den Eingang gemacht auf der Wiese. Da geht's aber nicht weiter. Achso, das war mein Eingang, scheiße. Ist ja gut. Was war das? Auf der Wiese, ja. Du bist auch ein wahres Geografie-Genie, ne? Auf der Wiese. Redet ihr so jeden Tag in der Schule? Also ja, nicht ach, wie du. Wie gesagt, das war jetzt absichtlich. Wirklich, weil du hattest ja schon mal in einer Folge deinen Freund aus der Schule mit dabei und der kann ja auch normal Deutsch. Ja, wir kennen beide ziemlich gut Deutsch, würde ich meinen. Jetzt mal so ganz arrogant. Hey, kann man das so einfach so umstellen, so klack und dann, oder wie ist das? Also das kennen nicht viele. Die meisten haben einen richtig beschissenen Akzent. Ich könnte natürlich auch extra mit dem schweizerischen Akzent reden. Du könntest, ne? Machst du natürlich. Hab ich 3 Crafting Tables. Ich verliere schon Leben, weil ich Hunger habe. Und hast du auch mal auf die Uhr geguckt, wie lange wir noch haben? Von einer Viertelstunde her. Ich glaube nicht mehr lange, ne? Ja, die haben nur gesagt 15 Minuten Friedenphasen. Frieden bis wann? Ich sehe Namen. Ach, das bist du. Also ich könnte jetzt gleich mal mit absichtlichem falschem Hochdeutsch reden, also weißt du, so wie das die normalen Schweizer eigentlich machen, die meisten. Okay, mach mal. Du hast hier einen genialen Gang gebaut mit Runterfalllöchern. Ja, das musste schnell gehen, du hast mir Druck gemacht. Dann umsteigt. Ganz genau. So, also die meisten Schweizer würden so reden, wie ich es gerade mache. Okay. Die haben so voll komische... Geil.
CH und Betonungen. Ja, genau, das höre ich auch immer raus. Das ist irgendwie voll komisch, weil das hört sich richtig scheiße an. Und jeder weiß das ganz genau, hört sich für mich eigentlich mehr nach einem Ausländer an als nach einem Schweizer. Aber ja, du weißt ja schon, das ist schon so richtig behindert. Okay, das richtig war jetzt etwas übertrieben vielleicht. Okay. Das, ich finde das gar nicht so schlimm irgendwie, aber ich denke mal, dadurch werden bloß einige Wörter etwas undeutlicher, wenn meinetwegen du nur so meinetwegen auf YouTube Videos machen würdest. Nur auf ja, es mit dem Akzent. Es manche Wörter undeutlich, aber richtig ist das einfach alles komplett scheiße. Ich glaube mal, für viele, die sind so eine Umstellung gar nicht gewöhnt, die würden damit gar nicht richtig klarkommen, weil die gar nicht wissen, was schreibt er gerade? Ich denke, Ende der Friedensphase. Machen wir alles in einem oder Parts? Zwei Parts. Machen wir noch ein Part 2 jetzt raus? Ja, würde ich... Nee, kann ich nicht. Würde ich? Genau. Würde ich... Nee. Oh, kacke. Nee, also, würde ich... Ich werde heute auch noch Schweizer. Würde ich sagen... Du bist Schweizer. Würde ich sagen... Nee, kann ich nicht. Ich mache mal ein Schweizer Outro. So. Schaut zusammen. Gönnt alle auf all eure Kühe malchen. So geil, Leute. So geil. Hört euch das an. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mit dem... Ja, komme und chill mit Ö.